Servus, hast du Oberpfalz? Ich stehe gerade draußen an, hier, weil ich mir so einen Kreuzweg anschaue. Und bin eigentlich am Weg da hinten, ja, weil jetzt der Regen Oberpfalz schaut. Da ist der Regen, da ist dann eine Burg da oben. Ja, das ist bei Oberfichtach. Da haben sie mir gesagt, dass sie den Kalvarienberg neu gemacht haben. Ja, zwischen Winklern und Zengeröd. Ja, und das soll ich mir da anschauen, wenn ich da quasi dahinter fahre, wo ich eigentlich hin will. Ja, und jetzt schauen wir das mal schnell an. Da ist so eine Grotte da oben. Das ist so ein Naturdenkmal. Habe ich auf der Karte geschaut, ich kenne das aber auch nicht. Ja, was ist das da? Hat gemacht. He? Ja, jetzt tatsche ich da rauf und check die Lage. Ja, die schöne da Richtung Oberpfälzer Wald, Bayerischer Wald, all die Gneis-Sachen, das ist Gneis, sieht man, wie schön das ist, hey. Ja, gleich anders als das Franken-Dolomit, allerweil. Jo, für mein Glück bin ich jetzt an der Himmel und dann regnet es, hey. Ja, habe ich da Arschloch wieder gerade. Im Frühling, hey, saukalt, todeskalt, ja. Ja, ich dachte, heute ist super, aber heute ist scheiße. Ja, ein Foto habe ich dabei, aber ich brauche jetzt kein Foto für das Zeichner, ja. Wenn es auf die Landkarten heißt, Kalvarienberg, ja. Ist immer so eine Kreuzigungsgruppe. Also kannst du es einmal merken, halt, wenn du Landkarten schaust und da steht dann Kalvarienberg, dann ist das alle Kreuzigungsgruppen. Ist halt dann da, ist quasi der Namensgeber von so einem Berg. Ja, leck Arsch, hey. Ja, unten kommt der Schnee. Ich bin erfroren. Ja, jetzt gehen wir nochmal drüber. Dann wieder oben. Ja, das ist dann Winklern, nehme ich an. Hinten siehst du die Tschechei. Weiß ich nicht, ob das der Tscherkow ist. Keine Ahnung, ey. Kann ich zuerst nicht sagen. Aber siehst du eh nicht. Ja, mit der GoPro Weitwinkelkamera da. Ja, ich habe schon viel Kreuzweg gesehen. Halt, gibt es in Bayern recht oft. Weiß nicht, ob das schön ist oder nicht, aber es ist echt was anderes. Ja. Also, in diesem Sinne war das jetzt einmal was saukurz. Und jetzt kommt dann heute noch was anderes. Ja, genau. Also dann, danke fürs Anschauen. Bis dann. Gleich im Schneesturm. Jo, servus aus der Oberpfalz nochmal. War jetzt das doch mit der GoPro. Ein Camcorder habe ich dabei. Hinten drin. Und zwar ist so, ich bin gerade in der Nächten von Oberfichtach. Das ist Kulzer Moos. Und ich bin jetzt da bloß hergefahren, weil ich nach Amphibien schaue. Genau. Da habe ich auch davon gehalten und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das sehe, was ich sehen will. Darum lege ich das jetzt in dem drin halt und dann ist es passt. Ja, muss ich nicht zwei machen. Genau, die gehe jetzt halt da rein. Also da kann man quasi da hinten parken. Das Moorgebiet da ist das Kulzer Moos. Und da geht der Moorlehrpfad durch. Ja. Und der eigentliche Parkplatz ist halt da vorne. Wird man quasi hingelotzt, ja. Wenn man von Oberfichtach auf sich, keine Ahnung, halt da oben Richtung Kamm fährt. Und dann halt, ja, steht dann schon dort. Da kommst du zu dem Parkplatz. Aber da, ich weiß, was ich schaue und ich weiß auch, wo ich schaue.
Gell, jetzt einen kurzen Weg, ich muss mich nicht durch das Moor pferchen. Ja. Jetzt nehme ich keine Lust nicht drauf, weil es sau kalt ist. Hey, es ist echt kalt. Ja, leider habe ich keinen Glühwein dabei, der ich kann trinken. Ja. Ja, und jetzt schauen wir mal. Ich schneide halt dann meine Naturaufnahmen von meinem fetten Kamera, schneide ich dann halt damit nicht. Genau, so ist es. Aber jetzt check ich erstmal die Lage da bei dem Huscheler wieder. Foto habe ich auch da. Ja, vielleicht von einem anderen Punkt da, aber muss man mal schauen. Ja, jetzt komme ich dann nicht gleich in die Nacht hinein. Ja, das ist schließlich ein Weg. Ja, okay, ein Weg halt. Eine halbe Stunde, glaube ich, von Ambier aus. Daher in das nirgendwo. Das Kulzer Moos ist ja bei Kulz, ne? Sonst hörst du ja auch Kulzer Moos. Und in Kulz gibt es ja so ein Steintor. So ein, ja, halt, so weiß wie Stonehenge in Mini. Also quasi auch bloß so ein Torbogen. Ne, ich wäre gerade eigentlich gezeigt, aber bin ich nicht vorbeigekommen. Und dann habe ich mir gedacht, Scheiße, ist ja wurscht. Ah, ist ziemlich bekannt. Gibt es da mal ein Steintor Kulz? Bei Google halt. Und da wirst du, glaube ich, das schon finden. Also so sehenswert ist es nicht, aber wenn du schon mal da bist, tut es das schon mal anschauen. Ja, das ist halt, was wir mal gesehen haben. Ne? Bin damals auf Österreich angefahren, ja. Weil im Internet habe ich so wie so ein Stonehenge, da war quasi so eine Steinreihe halt. Da haben wir gedacht, fährst du auf Österreich her, ich bin angefahren, du. Vorräder alle halt, weil ich habe nicht genau gelesen, ich bin doof manchmal. Vor euch sucht das Ding, steh quasi vor der Steinreihe, da steht dann so eine riesen Steinreihe da. Ja, denk mal, leck Arsch, hey, ist jetzt das wie ein Stonehenge, gell? Dann ist so eine Tafel dort, dann steht dort, dass das quasi die Sparkasse irgendwie finanziert hat. Also das war mehr oder weniger so ein, ja nicht ein Kunstding halt, sondern das war halt so ein, ja halt so ein Ding halt, ne? Hat halt irgendwie hergestellt. Aus der heutigen Zeit, Alter. Und ich fahre quer durch das ganze Kontinent. Ja, darum sollst du echt lesen, was du da schaust. Das war mir recht hilfreich. Habe ich geschaut, Alter. Steht dort, ja, die Sparkasse, hey. Denke ich mir, super, Alter. Ja, aber naja, ist halt so, gell? Die meisten Leute geben ja immer, die sagen immer, ja, du kannst so weit einmal anfahren und jetzt fährst du schon wieder her und doch scheißegal, Alter. Ja, der eine geht halt fort und zahlt 3,50 fürs Weizen. Ja, ich mache meinen Kühlschrank auf und dann mache ich ans Essen halt. Also, weißt, und ich, also mein Ding ist halt, ich lege halt quasi mein Geld in Benzin an. Ja, weil Benzin ist meine Freiheit. Da kommt man miteinander, da sehe ich was. Ja, habe ich irgendwas sitzt da bei einer Tasse Kaffee mit 30 anderen Leuten und zahle dann 10 Euro, weil da nur so ein Ding ist. Nee, hey, da friss ich da Wurstsemmel und haben wir da 5 Euro weh. Ja, habe ich quasi da Wasser da. Kannst halt sparen in der Hinsicht. Aber Corona-bedingt hat sich das ja sowieso erledigt erstmal. Ach ja, das ist quasi der letzte Flock vor dem ersten Flock, weil ich nämlich die Woche meine Corona-Impfung kriege. Ja, also quasi morgen. Super, freue mich schon. Und der nächste Flock wird dann nach der Corona-Impfung. Also quasi auch aus dem Outback, aus den Ursümpfen. Ja, da geht es jetzt für dich. Da fängt das Naturschutzgebiet an. Es zeigt sich dann so um mich. Letztens jemanden hat mir da ein Büttel geschickt von einem Kranich. Ja. Also, ja, also mal dein Handy auf deinen Browser da, vielleicht kommt da was. Ne? Oder fährst halt einmal her, dann siehst du das Ding da. Das ist jetzt neben dem Weg, ist jetzt das dunkle Moorwasser. Ja, das führt jetzt da halt durch das Naturschutzgebiet. Voll gut, hey, wenn da der Nebel drin liegt. Oder so. Ja. Also ganz toll ist halt auch der Holzbullensteg dann weiter vorne. Aber da komme ich jetzt nicht hin, dann kann ich das jetzt nicht zeigen. Und extra um mich renne ich nicht. Ja. Genau, jetzt beobachte ich mal das, was ich sehen will. Dann melde ich mich wieder. Schön, gell? Kann es echt? Ja, nein. Also, bis gleich. Ja, ich zeige dir jetzt trotzdem schnell was, weil jetzt gerade keiner da ist. Ja. Aber nicht, dass ich dir das dann zeigen will und dann kommen da 100 Leute. Ja, und schau da auch. Da siehst du richtig cool in die Moorfläche.
Nee. Ja, ist doch cool, he? Wie in Finnland oder in Schweden. Oder halt bei uns da. Ein bisschen hinter den Napper ist ja das Moor. Also mir gefällt es da schon und da wo ich jetzt stehe, ist eigentlich der schönste Punkt für mich, finde ich halt. Ja. Genau. Aber jetzt wollen wir mal. Ja, ist ja gerade ein wenig gezeigt mit meiner anderen Kamera da. Ein paar Ansichten, gell? Geht ja aber nicht. So, jetzt bin ich da. Und jetzt kommt zur Nasse. Ah ja, traumhaft. Ja, zum Beobachten. Halt mit dem Ferngleisel, super. Aber das, was ich jetzt sehen wollte, habe ich nicht gesehen. Aber ist ja wurscht. Fürst du mal irgendwas gesehen von da? Ja, genau, so ist es. Und jetzt cruise ich wieder Hammer von Bier. Und das war's. Und drum wünsche ich dir quasi einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, wann auch immer du das anschaust. Bis zum nächsten Mal. Ja, erst der Oberpfalz. Oberpfalz. Moorgebiet. Haha, yeah.